Die ganze Vogelwelt hat mittlerweile Nachwuchs. Nicht nur bei den Meisen und bei den ganzen anderen Singvögeln geht es jetzt darum, den Nachwuchs großzuziehen, sondern auch bei den Wasservögeln. Egal wo man gerade an die Gewässer geht, man sieht junge Stockenten, Blässhühner, Haubentaucher, andere Enten, alles voll. Aber ich bin heute auf der Suche nach einem Vogel bzw. seinem Nachwuchs, was ich schon im letzten Winter versprochen habe. Nämlich, ich bin auf der Suche nach jungen Gänsesägern. Und ich könnte nicht besser sein, denn ich bin gerade am Rhein, beziehungsweise in den Rheinauen, also dem Auwald neben dem Rhein. Hier gibt es viele kleine Gewässer, die geschützt sind, und in dem Wald gibt es viele Schwarzspechte. Sehr gute Voraussetzungen, denn wir haben schon gelernt im letzten Video, aber ich werde es nachher noch einmal erzählen, Gänsesäger brüten gerne in verlassenen Schwarzspechthöhlen. Ich werde mich jetzt aufs Fahrrad schwingen, wünscht mir viel Glück, denn es ist nicht garantiert, dass wir überhaupt Gänsesäger, geschweige dessen Gänsesägerfamilien finden. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl, denn wirklich gerade boomt es nur so vor Jungvögeln und irgendwo müssen die Gänsesäger ja auch stecken. Wünscht mir viel Glück, los geht's! Ich bin gefühlt gerade erst losgefahren, vielleicht 5 bis 10 Kilometer geradelt und die erste Wasservogelfamilie ist mir begegnet. Hier drüben schwimmen nämlich zwei adulte Höckerschwäne und zwei Jungvögel, die alle noch recht klein sind, also recht frisch geschlüpft sind. Und hier irgendwie 200 Meter weiter flussaufwärts den Rhein habe ich auch ein verlassenes Nest gefunden, was vielleicht jetzt zu dieser Familie gehören könnte. Gänsesäger gab es noch keine? Mal sehen. Wow, ich bin fündig geworden und zwar deutlich schneller als ich dachte. Und es sind gar nicht mal die Rheinauen, sondern diese kleinen Becken hier direkt neben dem Rheindamm, die wahrscheinlich dafür ausgehoben wurden, um Baumaterial zu haben für die Dämme. Eine Familie von Gänsesägern, ein Weibchen und sage und schreibe 11 Jungvögel. Schon relativ groß, die sind schon einige Wochen alt, aber 11 Jungvögel. Wow, und es ist so cool, ihnen zuzuschauen, wie sie alles ihrer Mutter nachmachen und von ihr lernen, wie man Fische jagt, wie man schnell schwimmt und es ist so ein lebendiger, wuselnder Haufen und es ist so schön, ihnen zuzusehen. Gerade eben haben sie einen Stamm auserkoren, um dort zu rasten oder um dort sich zu putzen und wie auch immer. Die Mutter fängt an und auf einmal machen alle mit und 12 kleine Federbollen bzw. 11 und ein großer putzen sich auf einmal. Es ist total cool, wie sie lernen von ihren Eltern oder von ihrer Mutter. Wow, cool. Ich hol das Fernglas raus, ich muss das beobachten. Herrlich. Wow, ist das cool. Jetzt hat sich die Mutter zum Schlafen hingelegt und was machen alle Jungvögel? Auch den Kopf ins Gefieder, alles der Mutter nachmachen und schlafen. Es ist so cool, diesem lebendigen Federhaufen zuzuschauen und ich muss auf jeden Fall hier nochmal hin. Oh, eine Mittelmeermöwe. Ich muss auf jeden Fall hier nochmal hin. Ich finde es mega, mega cool. Die sitzen hier, Fahrradfahrer fahren vorbei, ich sitze 30 Meter nebendran und es scheint sie nicht zu interessieren. Sie schauen mich nicht mal an. Es ist so cool und ich hoffe natürlich oder ich habe mir gehofft, dass die Jungvögel noch ein bisschen kleiner sind, denn dann kann man ein cooles Verhalten, was man auch von Lappentauchern kennt, beobachten. Nämlich das Muttertaxi, so nenne ich es einfach mal. Dabei setzen sich die kleinen Jungvögel einfach auf den Rücken ihrer Eltern drauf und lassen sich rumkutschieren. Das kennt man eben von Lappentauchern wie dem Haubentaucher oder dem Zwergtaucher.
Gänsesäger machen das aber genauso. Die Jungvögel setzen sich einfach auf den Rücken drauf, 3, 4, 5 Stück und lassen sich rumkutschieren. Ein Verhalten, was ich gerne gefilmt hätte. Aber vielleicht bin ich für die doch ein bisschen zu spät dran. Ich werde mal hier noch ein paar Kilometer nach Norden fahren und hoffen, dass ich noch eine Familie finde. Es ist auf jeden Fall so cool, diese Vögel zu sehen. Kernbeißer. Pix, pix. Ich bin auf jeden Fall richtig happy. Richtig, richtig happy. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe leider keine Familie mehr gefunden, aber auch vergessen, ein Outro für das Video zu drehen. Deshalb jetzt hier gerade im Videoschnitt, jetzt ist es mir aufgefallen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und auch genauso gefallen wie mir. Falls ihr weitere Videos schauen wollt, schaut euch doch das hier an, was man tun sollte, wenn man einen Jungvogel, einen verletzten Jungvogel gefunden hat. Und hier oben war ich auf der Suche nach Buntspechten in der Höhle und konnte auch dort den Nachwuchs filmen. Ich danke dir fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.